Hallo, heute habe ich für euch dieses Dornröschen inspirierte Make-up und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, wir beginnen jetzt mit einem ungeschminkten Gesicht und schaffen so die Grundlage für unser Make-up. Und als erstes nehme ich mir eine Stippling Brush und verteile mein Make-up gleichmäßig auf meinem Gesicht, um einen Airbrush-Effekt zu erschaffen, um meine Haut einfach makellos aussehen zu lassen, genau wie die von einer Disney-Prinzessin. So, als nächstes nehme ich mir dann einen Concealer, der farblich zu meinem Hautton passt und verarbeite den in meiner Haut an Stellen, an denen ich Rötungen, Pickel und Unreinheiten habe oder an Stellen, an denen ich mein Gesicht einfach ein bisschen highlighten möchte. Ja, und um das Ganze dann noch zu fixieren, fixiere ich das Ganze mit meinem losen Puder, damit auch alles an Ort und Stelle bleibt. So, danach bereite ich meine Augen auf das Make-up vor, indem ich einfach eine Eyeshadow Base auf meinem Auge und ja, den Innenwinkel verteile, um einfach eine gute Unterlage für den bevorstehenden Lidschatten zu schaffen und damit dieser länger hält. So, und im ersten Schritt mische ich einfach diese beiden Rosatöne aus meiner 120er Palette und verteile diesen gleichmäßig über das ganze Augenlid und in den inneren Augenwinkel, beziehungsweise in die Lidfalte, einfach überall gleichmäßig, um eine gute Basis zu schaffen. Und dann mische ich diesen lilanen Ton mit dem Dunkelblauton und verteile dies in der Lidfalte und im äußeren Augenwinkel. Anschließend verblende ich noch die dunklen Töne miteinander, um einen sanften Übergang zu erschaffen. So, mit einem etwas kleineren Pinsel und denselben dunklen Farben verteile ich nun etwas von der Farbmischung noch unten auf meinen äußeren Wimpernkranz, um den ganzen Look noch ein bisschen, ja, sowas Dunkleres halt zu geben, etwas Rauchigeres. Und dann nehme ich mir einen goldenen Lidschatten und verteile diesen in der Mitte meines unteren Augenlids, um einfach dieses goldene Prinzessinhafte nochmal in das Augen-Make-up einzubauen. Ja, und was wäre ein Disney-Prinzessin-inspiriertes Make-up ohne Schimmerglanz und Glimmer? Und um diesen Effekt zu erzielen, nehme ich mir einfach einen schimmernden hellen lila Lidschatten und verteile diesen im äußeren Winkel meines Auges. Und um die Schimmerstufe auf ein höheres Level zu bringen, nehme ich mir noch diesen hellen roséfarbenen schimmernden Lidschatten und verteile diesen im Innenwinkel meines Auges und auf der Mitte des beweglichen Lides, um meine Augen einfach noch größer und ja, heller und intensiver wirken zu lassen. So, jetzt, wo wir den ganzen kompletten Lidschatten für unser Augen-Make-up aufgetragen haben, können wir anfangen, unseren Lidstrich zu ziehen. Und ich ziehe einfach einen dünnen Lidstrich vom inneren bis zum äußeren Winkel meines Auges und hoffe, dass er nicht kaputt geht, sonst wäre das ganze Augen-Make-up umsonst gewesen. Und wie ihr sehen könnt, hat es einigermaßen gut geklappt. Und sobald ich meinen Lidstrich fertig habe, ja, benutze ich meine Wimpernzange, um meine Wimpern noch in die richtige Form zu biegen. Ja, und jetzt ist es eigentlich auch schon Zeit für Mascara. Ich tusche hier meine Wimpern einfach oben, um den Lidstrich einfach intensiver wirken zu lassen und unten bewusst die Wimpern nicht zu tuschen, um das Goldene und das Lilane am unteren Wimpernkranz nochmal intensiver wirken zu lassen. Und danach ziehe ich mir einfach meine Augenbrauen mit einem stinknormalen Augenbrauenstift nach, um diese ein bisschen in Form zu kämmen und zu definieren. So, und um meiner Disney-Figur noch Disney-mäßige Prinzessinnenwangen zu verleihen, nehme ich einfach diesen intensiven hellrosanen Rouge und verteile diesen auf meinen oberen Wangenknochen. Und anschließend nehme ich mir dann noch einen rosafarbenen Lippenstift und verteile diesen mit meinem Lippenpinsel gleichmäßig auf meinen Lippen, um den ganzen Look dann noch abzurunden. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video und so sieht der fertige Look am Ende aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der Look konnte euch ein bisschen inspirieren. Und meine Videofrage wäre für heute, welche eure liebste Disney-Prinzessin ist und warum? Schreibt es mir in die Kommentare
Und wenn euch noch mehr Videos solcher Art interessieren, könnt ihr auch mal mein Alice im Wunderland Video anschauen. Dort habe ich einfach ihren Look nachgeschminkt mit Kostüm und Location. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!